Scheint wirklich was zu werden. Du was? Das wär's.
Entschuldigung. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Gibt es irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Wärt ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Thank you.
musstest unbedingt den Helden spielen, was? Willst du sehen? Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Klar, ich schau mal, was du hast. Von allem etwas.
Hi. Der Laden hat geöffnet. Was willst du? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Ich muss einen Laden führen. Willst du was kaufen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Von allem etwas. Nichts mehr. Kriegst du mich wieder in den Griff? Ich muss mit dem Chat aufhören. Jetzt fang ich an durchzudrehen. Scheiße. Jetzt gehörst du nicht zu Würstchen. Der ist da. Es wird schlimmer. Gestern ist da... Deine Zeit ist abgelaufen! Was macht die? Jetzt sind wir recht. Ah!
voll den Spaß. Das wär's. Yeah.
Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Hallo. Ich muss einen Laden führen. Willst du was kaufen? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Aha. Klar, ich schau's mir an. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Geh dorthin. Hey. Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Von allem etwas.
von Zudiensten. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu. Flüchtling wurde lokalisiert. Beginne Angriff. Bist du tot? Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Das.
suchst hoffentlich keinen Ärger. Hast du die Raider gefunden? Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Was? Hey, Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Zeig mal, was du so hast. Ich habe von allem etwas. Hey. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord.
Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel.